Aber Derry, schauen wir mal, ob wir eine Stubenmusi auf UKW einbringen. Oh weh. Schaut schlecht aus. Stubenmusi auf UKW. Oder Sonntagvormittag ist immer so eine Blasmusik gekommen, die hat Oma immer gehört, wenn es Gnädler gemacht hat. Aber das gibt's jetzt nicht mehr auf UKW. Das gibt's bloß mehr im Internetradio oder auf Heimatsound, Digitalfunk, aber UKW. Ja. Spritzen wir da mal ein wenig Weihwasser drauf, vielleicht. Vielleicht geht's dann. Ja. Ah, nix. Na ja, müssen wir halt selber spielen. Schmied Oma lebt raus am Land, da möcht's nimmer fort. Sie macht's Radio an, am Abend in der Stund. Der Radio seit 20 Jahren am Kanapee da dort. UKW-Empfang, steh groß und mächtig drum, ist fein ihr Klang. Seit ein paar Tagen find sie nicht mehr die Musik ihrer Wahl. Sucht auf Bayern 1 und 2 und kann nix finden. Stummmusik gibt seit neuesten bloß mehr digital. In der Zeitung steht, brauchst einen digitalen Empfänger, ja, der Spinner. Der Enkelbau, der Seppi, schafft gleich einen Computer her. Oma, schau, da ist der Bildschirm und da schaltst ein. Ein USB-Funkstecker, da kriegst du das Internet ins Haus. Mit 20 Euro im Monat bist dabei, kann billiger sei. Die Oma schalt das Knäpferl ein am Abend in der Stube. Sie zittert und kann immer gescheit singen. Sie bringt kein Musi her am Computer vom Enkelbuhm. Nach einer Stunde gibt's auch von Mächt ins Bettel geh und schlauft schön. Am nächsten Tag, da schaut der Seppi gleich vorbei. Die Oma ist ganz müd und deprimiert. Geh, Seppi, sei so gut, pack den Kasten wieder rein. Das haut nicht hin, das Ding macht mich ganz zwirrt, total zwirrt. Oma, ich hab's gut gemeint, doch ich hätt noch eine Idee. Ich baue eine Satellitenschüssel auf dein Dach. Da gibt's ganz viel Radioprogramm, wirst das schon noch sehen. Und der Fernseher braucht keinen Platz, der ist ganz flach, das ist eine Sache. Doch aus dem Satellit-TV wird die Oma auch nicht schlau. Da gibt's kein Stummmusi vom BR. 500 Sender aus 20 verschiedene Länder. Bloß eine Stummmusi, der hörst du da nicht mehr, kriegst nicht her. Zu guter allerletzt, der Seppi geht ins Geschäft und kauft für die Oma ein Nigelnogelneier vom Elektromeier, aber sind euren Digitalradio. Doch im Dorf am Land weit raus setzt der Digitalempfang aus, weil sie in einem Funkloch wohnt, das hat sie gelohnt. Die Abende in der Stube haben still und einsam worden. Auf UKW kriegst kein Stummmusi mehr ein. Fernsehen mag sie nicht schauen mit ihre schlechten Augen. Und der Seppi schaut auch nimmer vorbei. Jo mei, 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 jo mei.
Intendant. Die Geschichte, die ist eine Schand. Öffentlich-rechtlich seid's ihr nicht, aber arrogant. Stummmusi auf UKW stellt's ein. Digitalfunk kriegst nicht überall rein. Bloß nur Internet, das kann's doch auch nicht sein. Na, na, na. Die Biermöselblausen hein über sowas gesungen. Doch ihr Protest von einst ist heut verklungen. Gefällig angepasst sind Beut und Gebrüder, weil wes Brot ich ess, des Lied ich sing. In Oberbayern hockst im digitalen Mekka drin. So leid mit Schmied, Oma, vergisst ma schnell bei meiner Söll. Stummmusi wird assig geschmissen. Die alten Radiohörer wären beschissen. Meine Gebührenüberweisung setze ich aus. Ich schmeiß euch raus. Meine GEZ-Gebühr, die setze ich aus. Sendung aus. Oder sollen wir es nochmal mit dem Weihwasser probieren? Tut sie nichts.